Hallo und herzlich willkommen zurück bei Baphomets Fluch 5. Der Sündenfall. Lüster. Was ist ein Lüster? Es war ein Lüster mit einer einzelnen Kerze. Haben wir Feuerzeug oder so etwas? Nein. Aber was ist ein Lüster? Die Statue? Es war die große Marmorstatue eines jungen Mannes, der eine Art farbige Glaslinse hochhielt. Ja. Diese Statuen! Was ist mit ihnen? Sie sind genau wie die auf dem Gemälde. Und am Kamin. Wohl wahr. Es sind die beiden Säulen des gnostischen Glaubens an die Harmonie. Der bärtige Mann ist Jahwe, Jehova. Der Gott der materiellen Welt. Der andere hat viele Namen. Heilel, Ishtar, er ist der Lichtbringer. Lux Ferre, Lucifer. Lucifer? Ihr Typen seid also doch Teufelsanbeter? Nein. Wenn er im Gleichgewicht mit Jehova ist, dann ist Lucifer der Gott des Verlangens und des Strebens. Er treibt die Menschen an zur Neugier. Dinge zu entdecken, weiterzukommen. Jehova hingegen ist, im Gleichgewicht mit Luzifer, der Gott der Ordnung. Jehova steht für Selbstlosigkeit und Altruismus. Die Gnostiker huldigen der Harmonie beider Götter im Gleichgewicht. Aber was, wenn der eine ohne den anderen herrschte? Wenn Jehova ohne Luzifer herrschte, dann gäbe es nichts Individuelles mehr. Die Menschen versenken im Konformismus, in blinder Abhängigkeit. Schachfiguren einer überwältigenden Macht. Und wenn Luzifer ohne Jehova herrschte? Aus Verlangen und Streben würde ungezügelte Gier. Die Menschen würden nur noch nach Reichtum und Macht trachten. Die Gesellschaft würde im Chaos versinken. Es herrschten Unordnung und Krieg. Dann wäre Luzifer tatsächlich der Teufel. Okay, die Glaslinse. Kann man sie verschieben? Ein gläsernes Rad, unterteilt in 6 Farbsegmente. Es sah aus, als könnte man das gläserne Rad drehen. Ein Teil der Linse war abgedeckt. Dann dreh es. Hier soll blau. Die Farbe wechselte von gelb zu grün. Die Farbe wechselte von grün zu türkis. Die Farbe wechselte von türkis zu blau. Gut, ich hätte es blau und hellblau. Oh. Und jetzt die Glaslinse grün. Ein gläsernes Rad. Ja. Ein Teil der Linse war... So, jetzt... Die Farbe wechselte von gelb zu grün. Das ist gut, so soll es sein. Fenster? Licht strömte durchs Fenster und traf auf eine Linse. Okay, dann schaut ihr das Fresko an. Oder redet mit Marquez. Señor Marquez? Ja? Wow, noch gerade wenig. Gut, dann zuerst über die Kapelle. Warum war dieser Raum so gut versteckt? Nach Montségur hielten sich meine Vorfahren lieber im Verborgenen auf. Nicht einmal ich wusste als Kind von diesem Ort. Gut, dann das Fresko. Das Fresko könnte wichtig sein. Möglich. Es zeigt eine dunkle Epoche unserer Geschichte. Aber halt, etwas ist seltsam daran. Sprechen Sie! Jeder der flüchtenden Katharer trägt eine Tabula. Sie sagten doch, es gebe nur eine einzige Tabula. So ist es. Warum also etwas Falsches malen? Vielleicht, um das wahre Ziel zu verbergen? Natürlich. Und nur ein Gnostiker würde die Wahrheit erkennen. Gut, Jehova. Und Jehova ist also Gott, richtig? Er ist die zentrale Figur abrahamitischer Religionen. Aber er steht nur für einen Aspekt unseres gnostischen Credos. Die materielle Welt.
Und der Luzifer für die andere, oder? Und diese Statue ist Satan? Nicht Satan. Luzifer. Okay, also nicht böse? Die Kirche hat Luzifer zum Dämon stilisiert. Aus Eigennutz. Er steht für die spirituellen und intellektuellen Elemente der Welt. Gut und böse sind Produkte des menschlichen Daseins. Okay, dann hätten wir das Gleichgewicht. Sie sprechen von Gleichgewicht. Was meinen Sie damit? Harmonie entsteht aus dem Gleichgewicht zwischen Jehova, der Ordnung bietet, und Luzifer, der das Streben ins Spiel bringt. Nur durch den Einfluss beider gelangt der Mensch zur Erleuchtung. Sieht das Licht. Okay, Katare. Sie sagen also, die Katharer sind Gnostiker. Die Katharer waren eine auf dem Gnostizismus fußende religiöse Strömung des Mittelalters. Heutzutage nennen wir uns einfach Gnostiker. Okay. Und die Tabula Veritatis... Ja, okay. Einfach mal das. Die Tabula ist also der Schlüssel zur Macht Gottes? Ja. Sie ist ein Gegenstand von unerhörter Macht. Gut, warum auch immer. Und der Kreuzzug? Dieser Albigenser-Kreuzzug muss eine blutige Sache gewesen sein. Kaum jemand hat überlebt. Und doch war er nur eine Episode einer 2000 Jahre währenden Verfolgung. Gut, und die Linsen hier, die sind für was gut? Was hat es mit den Linsen in den Händen dieser beiden Statuen auf sich? Sie verändern eindeutig die Farbe des Lichts, das auf das Fresko fällt. Aber wieso? Und wozu unterschiedliche Farben? Ja, das Licht. Bedeutet all das farbige Licht etwas, das auf das Fresko fällt? Ich weiß es nicht, Senor. Dabei bin ich auf Ihre Hilfe angewiesen. Gut, dann haben wir hier... Sind Sie sicher, dass Sie Ihr Medaillon nicht zurückhaben wollen? Ah. Ganz sicher. Ich weiß, Sie werden eine Verwendung dafür finden. Gut, also zuerst mal hier. Vater Simeon, der Dominikanerpriester, hatte diese Papiere bei sich, als er umgebracht wurde. Und? Interessiert Sie das denn gar nicht? Ich habe keinerlei Interesse an Priestern oder Ihren Papieren, Senor. Okay, dann halt eben nicht. Moment. Habe ich überhaupt schon mal Trevor erwähnt? Ah, der alte Kakerlake in der Schachteltrick, was? Ach, den kennen Sie schon. Der ist fast so alt wie der Frettchen in der Unterhose-Trick. Ich bin nicht mehr auf dem Laufenden. Gut. Also, dann lesen wir das mal. Nochmal, erster Absatz. Der erste Absatz lautete: Und so sprach die Angeklagte, in diesem Ritual find in blau und Blicken der aufgehenden Sonne ent. In grün. Was hatte das? Ja, dann das zweite Abschnitt. Der zweite Absatz lautete: Und ein jeder erkenne, das Licht des Wissens ist blau und das Licht des Lebens ist grün. Denn so war das Licht Edens, blau und grün. Verbunden mit dem Licht des Menschen, um rein zu werden. Wissen ist blau und Leben ist grün. Das war gut zu wissen. Welche Farbe wohl das Licht des Menschen hatte? Rot. Gut, wir sehen uns... Das Fresko musste genau untersucht werden. Das Fresko war von angestaubten Inschriften umrahmt. Mein Latein war etwas eingerostet, aber ich konnte sie übersetzen. Ex igne puritas, durch Feuer zur Reinheit. Ex luce veritas, durch Licht zur Wahrheit. Ex labore sapientia, durch Anstrengung zum Wissen. Okay, ich sehe hier eine, zwei, wo... Ah, hier. Okay, Märtyrer Montsegur. Die Bergfestung Montsegur, in Flammen nach der Eroberung durch die Kreuzritter. Also, wir sehen hier... Wo sieht man die fliehenden... Aha.
Katharer, die den Schlächtern des Albigenserkreuzzugs über die Pyrenäen zu entkommen suchten. Und sie schienen etwas zu tragen. Katharer, die den Schlächtern... Sie schienen... Okay. Muss überlegen. Stadt. Eine Stadt im Norden Kataloniens. Ich glaube, es ist noch nicht an der Zeit hierfür. Wir brauchen noch das rote Licht, das wir hier machen. Es braucht noch das Licht des Menschen. Es tat sich nichts. Ja, weil es kein Feuer gibt. Ah! War ja klar. Genau, was hier gefehlt hatte. Stimmungsvolle Beleuchtung. Vielleicht noch ein paar Kuschelkissen? Hahaha, sehr witzig hier. Licht fiel durch das Glas des Medaillons und warf rote Lichtsprenkel auf das Fresko. Das bedeutete etwas. Ich wusste bloß nicht, was. Also haben wir die materielle Welt. Ist das Leben oder Geist? Die Farbe wechselte von... Die Farbe wechselte von Gelb zu Grün. Ja, ist das vielleicht hier grün und hier blau? Marquez hatte mir gesagt, die Stadt... Ja, okay, das wissen wir. Die Farbe wechselte von Grün... Die Farbe wechselte von Türkis zu... Gut, und jetzt... So? Lüster? Licht fiel durch das Glas. Okay, reden wir nochmal mit Marquez. Senor? Ja? Hier. Sind Sie sicher, dass Sie... Ganz. Okay. Bedeutet all das farbige Licht... Ich weiß es nicht, Senor. Da... Okay, dann reden wir über Lucifer. Warum sagen wir dann, Lucifer sei böse? Weil die Kirche ihn dazu gemacht hat. Okay. Dass ich das richtig verstehe. Der gnostische Jehova ist nicht der allwissende Gott der Christen? So ist es. Sondern mehr ein Gott der materiellen Dinge, die uns umgeben? Korrekt. Okay. Können Sie mir noch was zu den Linsen sagen, die diese Statuen hochhalten? Sie verändern eindeutig die Farbe. Aber wieso? Und wozu unterschiedliche Farben? Ja, das ist gut. Schau dir das an. Hat sich etwas verändert? Ich glaube, ja. Märtyrer. Katara auf dem brennenden... Scheiterhaufen, ja, ja, ja. Ich brauchte eine bessere Idee. Ich dachte, ich hätte die beste Idee. Der zweite Absatz lautete... Und ein jeder erkenne, das Licht des Wissens ist blau und das Licht des Lebens ist grün. Denn so war das Licht Edens, blau und grün, verbunden mit dem Licht des Menschen, um rein zu werden. Wissen ist blau und Leben ist grün. Das war gut zu wissen. Ja. Welche Farbe wohl das Licht des Menschen hatte? Rot. Aber zu... Blau, grün, dann... Eine Stadt im Norden Kataloniens. Und hier? Eine Stadt im Norden Kataloniens. Mhm. Eine Stadt im... Okay. Seltsam. Ich dachte wirklich, wir könnten damit... Nee. Das würde nicht funktionieren. Ja, vielleicht diese Stadt hier. Das hätte nicht funktioniert.
Vielleicht, wenn man es direkt mit dem Fresko verbindet. Das würde nicht funktionieren. Also, das bringt etwas. Man weiß nur nicht, was. Licht fiel durch das Glas des Medaillons und warf rote Lichtsprenkel auf das Fresko. Es musste mit dem... Es war ein Lüster mit einer einzelnen Kerze. Die Kerze brannte. Ja, das wissen wir. Das wäre völlig sinnlos. Okay. Das lohnte sich nicht. Mal überlegen. Können wir wirklich nichts mehr machen, Jehova? Marquess hatte gesagt, diese Statue zeige Jehova. Marquess? Ja, okay. Was haben wir da? Es ist grün, aber... Ich nahm den Lederschutz ab. Zum Vorschein kam eine einfache Kristalllinse. Farbiges Licht fiel hindurch und schien auf das Fresko. Verstehe. Na klar. Jetzt ist es verständlich. Und jetzt kommt das gute alte Rot. Erstaunlich. Das Licht zeigt den Weg. Den Pfad der Bonhomme. Den was? Der heilige Pfad, auf dem meine Vorfahren mit der Tabula Veritatis die Pyrenäen überquerten. Vom Mont Ségur über die Berge bis zu dieser Stadt. Und welche Stadt ist das? Ich weiß nicht. Das kann ich nicht sagen. Aber ihr Wappen ist ganz charakteristisch. Gut. Aber wie bringt uns das der Tabula näher? Es weist uns den Weg, den die Tabula vor 800 Jahren nahm. Ich glaube, mehr werden wir hier oben nicht finden, Senior. Sie haben recht. Kehren wir in den Saal zurück. Eva wird sich schon Sorgen machen. Okay, sehr gut. Route 777. Entweder das oder etwas, das so aussieht wie das. Wir haben also den Pfad der Bonhomme gefunden. Wie hilft uns das weiter? Er muss irgendwas mit dem Gemälde zu tun haben. Papa, bist du verrückt? Was machst du denn da? Mir geht es gut. Mach nicht so einen Wirbel. Du hast mich mitgenommen, damit ich auf dich aufpasse. Also lass mich das auch tun. Ramon ist draußen und hält Wache. Nico. Hallo, George. Schön, dass es dir gut geht. Was habt ihr gefunden? Über dem Kamin befindet sich eine verborgene Kapelle. Aber keine Allerweltskapelle, wie man sie kennt, sondern eine Gnostikerkapelle. Dafür gedacht, nicht einen Gott zu verehren, sondern zwei. Was? Ich erzähl's dir später. Ich habe übrigens auch ein paar Sachen gefunden, die mit all dem zusammenhängen könnten. Komm in die Bibliothek. Ah, und bring bitte das Gemälde mit. Ich glaube, das werden wir brauchen. Okay. Gut, Nico. Aber zuerst reden wir mit Eva. Eva? Ja? Ist alles in Ordnung? Wie geht's deinem Vater? Sagen Sie Bescheid, wenn ich irgendwas für Ihren Vater tun kann. Mache ich. Danke. Okay, dann weg da. Alles in Ordnung, Senor Marquez? Mir geht es gut. Bloß etwas erschöpft. Ja, die ganze Aufregung. Nico. Haben Sie eine Idee, was Nico gefunden haben könnte? Einige Bereiche dieses Hauses waren lange Zeit verschlossen. Schauen Sie nach. Ich bleibe hier. Okay. Und die Kapelle? Sie hatten also wirklich keine Ahnung, dass sich hinter dem Kamin eine Gnostikerkapelle versteckte? Nein. Aber dieses Haus steckt voller Geheimnisse. Das stimmt. Bons Oms. Können Sie mir sonst noch etwas über diesen Pfad der Bonhomme erzählen?
Das war ein geheimer Weg, auf dem meine Vorfahren die Pyrenäen überquert haben. Der Weg, auf dem die Tabula nach Katalonien gelangte. Gut, danke. Ich nehme das Gemälde und dann gehe ich zu Nico. Was machen Sie denn da mit La Maledictio? Nico hat etwas gefunden und bat mich, ihr das Gemälde zu bringen. Ich passe gut drauf auf, versprochen. Gut, aber zuerst sehen wir uns mal hier die Wappen an. Ah, da! Das Wappen war exakt das gleiche wie auf dem Fresko. Genau. Da stand Berga. Berga. Gut, aber was genau Berga zu bedeuten hatte, das erfahren wir in der nächsten Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!